Hallo und herzlich willkommen bei Dani Not Gaming. Wir spielen hier Relic, die erste Episode City of the Damned. Und die heutige Map ist die Boss Map E1 M8 Hell's Maw. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr dürft es gerne liken, kommentieren und teilen. Und wenn ihr gerne mehr von mir sehen mögt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Okay, es geht los. Ich gehe mal ein bisschen auf der Schusslinie als erstes. Ich ramme hier den Bogen. Auf der anderen Seite haben wir die Gauntlets of the Necromancer, die wir natürlich schon lange haben. Mit der wir auch gerade Erfolg mit arbeiten. Mit denen. So, da haben wir ein bisschen Infighting zwischen den Gargoyles und den Andatorios. Ganz bequem, dass die Undead Warriors ja alle auf einer Seite stehen. So, kriegen die Äxte. Das ist der Gargoyle. Okay. Alles aufsammeln auf die Kristalle. Haben wir. Dann fange ich hier am rechten Ende an, die einzelnen Inseln abzugrasen. Das sind alles Items und außerdem natürlich die Gesundheitsreserven, die wir gleich im Endkampf brauchen werden. Item, Item. Okay, jetzt geht's dort die Treppe hoch. Wirklich unbeschadet. Und auf dieser Plattform, auf der sich eben noch die Undead Warriors befanden, finden wir einige Munition für den Bogen. Dann diesen Schalter, der da drüben die Tür öffnet. Weiterhin ein Ton of Power. Etwas Gesundheit. Und diesen Teleporter, mit dem wir wieder auf die andere Seite kommen. Okay. Als nächstes gehen wir in diesen Pflanzenraum hinein. Die Pflanzen nicht abschießen, sondern nur beiseite schieben. In den Räumen links und rechts einige Nitro-Golems. Ich habe mir jetzt ein bisschen Platz gemacht, um sie hier durch die Fenster zu bekämpfen. Wenn man die Pflanzen nicht abschießt, kommen sie wieder. Natürlich kann man die Pflanzen hinter den Nitro-Golems benutzen, um die Nitro-Golems zu bekämpfen. Komm. Okay, machen wir erstmal auf der anderen Seite. Thank you.
platzen immer so schön. Na komm schon. Hier in den vier Ecken dieses Raumes haben wir jeweils ein Secret. Okay. So, da kommen wir später hinein. Erstmal werden wir jetzt mit dem Schalter das Tor vor uns öffnen. Und uns mit dem Bogen bewaffnen. Die Gesundheit etwas auffrischen. Und dann nehme ich mir einmal die Shadows hier und ein Turm of Power, um dann da unten die drei Iron Lichies zu bekämpfen. Die sind sozusagen der Endgegner, was aber nicht heißt, dass nach den drei nicht noch weiter Gegner kommen in dieser Map, in dieser Boss. Disciples jetzt hier hoch, das ist gut. Ich kann mal schön mit den Pflanzen bekämpfen. Okay.
Noch ein letzter Disciple des Sparrow. Den holen wir uns mal aus der Nähe. Na komm her. Oh oh oh. Oh yeah.
gar keine schlechte Idee. Alle Items. Okay, dann fliegen wir jetzt hier mal zum Exit. Alle Monster, alle Secrets, alle Kills, alle Items. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So. With the destruction of the Iron Liches and their minions, the last of the undead are cleared from this plane of existence. Those creatures had to come from somewhere, though, and you have the sneaky suspicion that the fiery portal of Hell's Maw opens onto their home dimension. To make sure that no more undead or even worse things don't come through, you will have to seal Hell's Maw from the other side. Of course, this means you may get stuck in a very unfriendly world, but no one ever said being heretic was easy. Ja, das erinnert mich ein wenig an Doom. Man muss also das Höllenportal von der Höllenseite aus schließen. Okay, ich denke, darum wird es in der zweiten Episode gehen. Wir sehen uns dann wieder und bis dann.